Hallo Leute! Ja, okay, klar. Ja, Halloween, ne? Halloween ist bald. Nun, Amnesia Machine for Pigs war eigentlich so ziemlich das Let's Play, was ich erst zu Halloween bringen will. Five Nights at Freddy's als Let's Play ist jetzt für mich nicht unbedingt so dolle, vor allen Dingen, weil ich beim ersten Teil noch nicht mal über Nacht 5 vorbeigekommen bin. Der Energieverbrauch an dem letzten Tag ist irgendwie sowas von arschig. Five Nights at Freddy's 3 habe ich auch nicht durch, 2 und 4 habe ich noch gar nicht angehabt. Weil 2 das schwierigste sein soll und 4 ist... Also ich habe mir Videos davon angesehen, es ist nicht unbedingt schwierig. Aber für ein Let's Play nicht live kommentierbar. Denn damit das Spiel seine volle Wirkung entfaltet, Teil 4 von Five Nights at Freddy's, müsste ich die ganze Zeit die Klappe halten und einfach nur Tür zumachen oder so. Und ja, es ist auf keinen Fall etwas, was man einfach mit überkommentieren kann, weil dann hört man nichts mehr. Dann hört man nicht mehr, was wichtig ist, nämlich ob die Viecher an der Tür stehen und atmen oder nicht. Aber keine Sorge, der letzte Part von Amnesia Machine for Pigs ist zumindest für mich der gruseligste, wo ich den meisten Terror hatte. Jetzt nicht im Sinne von technischen Schwierigkeiten oder so, sondern wirklich im Spiel, weil es echt eine üble Spannung aufbaut da. Und ja, es kann sein, dass ich dieses Wochenende nicht streamen kann. Denn tatsächlich macht mal jemand, den ich kenne, eine Halloween-Party. Natürlich kein Kostüm ab, by the way. Und Sonntag ist Formel 1. Ich weiß nicht, wann Formel 1 startet. Ich weiß nicht, was für einen Kater ich haben werde, wenn ich Samstagabend wieder nach Hause komme. Von daher ist das kann ein bisschen was werden. Nun, ich habe zumindest schon mal ordentlich gefarmt. Ich habe Ausbilder Level 7 in Digimon World erreicht, indem ich mir einfach ein paar Ultras gemacht habe. Ich wollte eigentlich nur bis 5. Aber unverhofft habe ich durch ein paar Champion Level auch noch ein Ausbilder Level gekriegt. Von daher, ja. So ist das. Und, ich habe Klarheit, was ich machen muss als nächstes. Was ich machen kann als nächstes. Und ich habe auch schon ein Barkamon. Das heißt, ich kann so ziemlich direkt loslegen. Und ich muss sagen, meine Methoden, die Digimon zu trainieren, ist, hat sich ganz leicht gewandelt. Also wenn es wirklich extrem schwierig wird, mit dem Digimon was zu erreichen, füttere ich denen auch schon mal irgend so ein Gemüse, damit die Trainingswerte steigen. Ich habe ein kleines bisschen geangelt, habe also die Black Trout geangelt. Die braucht man, glaube ich, bei einem Mojamon einmal. Ich habe haufenweise Turniere gemacht und habe deshalb eine Menge Kohle. Und ich habe eine Menge Filets auf dem Speicher. Sollte ich also ein super gefräßiges Mystery kriegen, dann kann ich das auch durchfüttern, ohne Probleme. Nun, so viel zockt er in Lager eigentlich. Ich habe bisher noch nichts weiter aufgenommen eigentlich. Ja, ich müsste das noch machen. Entweder gleich oder morgen. Weil morgen habe ich am idealsten Zeit. Das ist Wochenende. Merkt man, dass ich ein kleines bisschen müde bin? Naja. Also, ja, wirklich Horrorspiele spielen tue ich nicht viele. Das ist das Problem. Ich könnte mit Darkness 2 noch anfangen. Ich weiß nicht, ob ich da Probleme kriege oder nicht, weil 2K Games in dem Spiel gearbeitet hat. Und ich weiß nicht, ob da Musik oder was enthalten ist. Das ist doof. L.A. Noir hatte ich erst gedacht, könnte ich vielleicht machen. Aber ich musste mich schnell daran erinnern, dass ich sehr beschissen in dieser Art von Rätsel bin. Das habe ich schon mal das habe ich schon gemerkt, dass ich einmal Phoenix Wright gespielt habe. Also, dieser Rätselkram ist nicht meins. The Legend of Zelda Niveau und weiter nicht. Mehr kann ich da nicht.
Resident Evil ist ein bisschen, naja. Ich habe nur Teil 5 und ich glaube auch nicht, dass es mir was bringen würde, andere Teile zu kriegen. Denn letztendlich, Resi ist nichts für mich. Ich kann draufballern und das, Es gibt kein Horror, es ist mehr so wie Team Fortress 2 für mich. Ist aber alles gruselig, ist aber alles gelehrt, by the way, das neue Event ist an. Ich habe heute schon Team Fortress 2 gestartet und das, ja, die meisten normalen Valve-Server waren gar nicht ansteuerbar, weil die entweder voll waren oder ich einfach keine Verbindung aufbauen konnte aus irgendeinem Grund. Und die anderen Server sind von Sings und dem ganzen Scheiß und da spawnen halt keine Pakete oder so etwas, die auf anderen Maps überall spawnen, auf anderen Servern. Denn ich will ja noch die letzten Events, die ich verpasst habe, vervollständigen, soweit ich kann. Und es geht bei manchen eben nur, wenn da auch einmal die Stunde ein Paket spawnt. Also ja, das hätten wir auch. Ja, das ist es eigentlich. Ist nicht sicher, ob ich dieses Wochenende streame, das wird dann sehr spontan entschieden werden. Und ja, bis zum nächsten Mal.